Ja, hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinschaltet zur nächsten Videofolge hier auf diesem Kanal. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder an ein Projekt, wo wir schon in den letzten Tagen mal nicht so weitergemacht haben. Unter anderem auch deswegen, weil ich wieder ein paar Ausgaben gesammelt habe, um sie euch dann auch gesammelt zu zeigen. Es geht nach Japan, aber nicht zu unseren Spaceships, sondern zu unserer Akagi. Der Flugzeugträger Akagi will weitergebaut werden. Und zwar habe ich heute zwei Ausgaben für euch. Die Ausgabe Nummer 17 haben wir hier und die Ausgabe Nummer 18. Mit diesen beiden Ausgaben wollen wir weitermachen. Im Text, kurzer Stand der Dinge, wo stehen wir überhaupt? Wir stehen noch hinten am Modell, aber wir bewegen uns so ja Stück für Stück in Richtung Bug. Aber da sind wir noch lange nicht. Wir haben noch einiges vor uns, aber das ist das Ergebnis zurzeit. Sehr, sehr, sehr schön detailliert. Muss man ja einfach so neidlos anerkennen. Ne? Also sehr, sehr schöne Details, die wir hier haben. Auf der anderen Seite ja mittlerweile auch schon. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Und ja, es reicht nicht an Details. Das kann man ganz klar sagen. Und dafür sind die heutigen Ausgaben auch dafür auf jeden Fall vorgesehen. Ausgabe 17 beinhaltet eine große Plattform, die wir mit diversen Kanonen ausstatten werden. Da sehen wir auch dünne Lichtleiter, schon dünne Lichter oder dünne Kabel, die dann zu den Lichtern irgendwelche Signallichter oder Positionslichter, ich denke mal Signallichter, weil grün und rot auf einer Seite macht jetzt an Positionslichtlampen eigentlich keinen Sinn. Die bekommen wir, werden wir einbauen. Und in Ausgabe 18 seht ihr schon ein neues Wandstück, ein Verbinder ist mit dabei und noch eine weitere Plattform mit einer Kanone, noch ein Mast, der mit dazu kommt, also weitere Details. Also sowohl an der Backbord- als auch an der Steuerbordseite wird heute mächtig gewerkelt, diesen zwei Ausgaben. Ja, ich habe immer wieder die Frage bekommen, wo kriegt man das Modell her? Ich muss euch enttäuschen, wenn ihr das Modell mittlerweile auch noch bauen möchtet. Ich habe die Ausgaben über Amazon Japan organisiert oder organisiere ich, zusammen mit Micha und mit Kai. Aber das ist mittlerweile schon so schwierig, dass ich wirklich aufpassen muss, dass mir keine Ausgabe flöten geht. Deswegen sind auch schon viele Ausgaben auch schon nicht mehr verfügbar. Und ein Abo einrichten in Japan ist halt auch schwierig. Deswegen ja, kann ich leider nichts anderes sagen, als außer es ist über den diesen Weg, den ich gehe, quasi jetzt unmöglich noch zu starten. Und man muss halt schon wirklich am Ball bleiben. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem natürlich, auch wenn ihr vielleicht das Modell selber nicht bauen könnt und nicht mehr starten könnt, trotzdem das Modell hier verfolgt. Ist auf jeden Fall was Besonderes hierzulande, weil es gibt es ja hier nicht zu kaufen, genauso wie die Spaceships. Die werden auch wahrscheinlich nicht so schnell herkommen, wahrscheinlich gar nicht herkommen, genauso wie die Akagi. Wir wissen ja, wir haben ja von Aschett Deutschland schon den Graf Zeppelin Flugzeugträger in der Entwicklung, zumindest im Testlauf gewesen vor einiger Zeit. Wer weiß, ob er kommt. Ich weiß es nicht zum aktuellen Zeitpunkt, aber wäre zumindest das deutsche Gegenstück zur Akagi. Naja, wir werden sehen, was sich da dann in Zukunft entwickeln wird. So, genug Gefasel drumherum. Jetzt wollen wir mal loslegen. Wir haben, glaube ich, einiges zu tun. Es wird ein bisschen frickelig werden. Also, auf geht's. Ausgabe 17 und 18 wollen verbaut werden. Die haben wir hier von unserem Flugzeugträger Akagi. Viel Spaß. Dann legen wir los mit Ausgabe Nummer 17 unserer Akagi. Die kleinen Teile seht ihr schon, es sind viele Fusselelemente, die wir jetzt verbauen wollen, aber wir gehen das Stück für Stück durch. Wir brauchen als erstes diese große Plattform. Die haben wir hier, die wird gleich auch mit verbaut. Wir sehen schon Kabel hier rumfliegen. Die haben auch einen gewissen Sinn auf jeden Fall. Hier sehen wir nämlich ein paar Signallampen mit dran, hier zwei rote und hier an dem Stück hängen vier grüne. Die hängen noch so dran, sollen wir auch gleich erst fixieren, noch nicht. Und vorher sollen wir hier auf diesen Auswölbungen hier, da die Kanonen ansetzen.
Wir haben hier vier, ja, ich nenne sie mal Basen für die Kanonen. Die sollen wir aufsetzen. Genau, und sollen wir dann in dem Loch, das wir hier in der Mitte haben, hier einmal ja, quasi verschrauben, so wie ich das sehe. Sehe ich das richtig? Die haben auch interessanterweise, sollen die hier ein paar Nupsis haben zum Einsetzen, haben sie aber nicht. Also ich sehe da gar keins. Kein Nupsi zum Einsetzen, sondern nur zum Verschrauben. Habe ich hier was? Na dann, gucken wir mal. Weil ich habe das zwar gerade aus dem Gussast rausgeschnitten, aber da wäre jetzt auch nichts übrig geblieben. Also von daher, naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall brauchen wir dann die vier Schrauben dafür. Die Teile einmal einzuschrauben. Okay. So, denke ich, dass das Ganze kommen soll. Gut, viel schrauben kannst du mit den Schräubchen tatsächlich nicht. Die sind dann schon bald am Ziel angekommen. Das ist nicht ganz so einfach. Und die vierte kommt hier hin. So, die haben wir auf jeden Fall drin. Und dann sollen die vier Kanonen, die wir haben, das sind diese vier, da quasi einmal einhaken. Na dann, machen wir das doch. Oder probieren es zumindest. Dass sie auch weiterhin beweglich bleiben. Da muss ich aufpassen, dass man irgendwo was wegbricht. So. Einmal. Du versuchst hier auf der einen Seite ein Loch einzusetzen und dann das andere Loch quasi nachzuschieben. Dann klappt das doch ganz gut. So, soll noch nicht verklebt werden, sondern quasi nur über die Schraube gelegt werden, sagen wir es mal so. So, haben wir dran. Dann brauchen wir noch diese beiden Details. Die kommen jetzt hier und dort mit hin. Wobei ich schon sehe, das wird auf einer Seite interessant, weil da ist quasi das Loch, wo es eingesetzt wird, quasi gar nicht richtig ausgestanzt. Ja, mal gucken, wie das passt. Hier rum die Teile sollen, ist glaube ich nicht egal, sind aber abgeschrägt an der Seite. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Hauch Sekundenkleber dafür. Das kriegen wir aber auch hin. Und setzen den dann hier mit rein. So. Erledigt. Und der zweite auch nochmal. Na gut, Hauptsache es passt. Und das tut es. Der eine will von sich schon wieder raus. Okay, da hält leider gar nichts. Ein bisschen mehr Sekundenkleber, damit er auch greift. So, haben wir. Dann sollen wir jetzt ja diese Lampen hier
mit ansetzen, und zwar so, dass zu dieser Seite die Lampen auch ragen. Jetzt wird es aber interessant. Weil ich kann die quasi ja wirklich nur in einer Position setzen, weil andersrum würden die ja nach innen ragen. Das macht ja keinen Sinn. Also muss ich die ja quasi nach hinten machen. Ist das richtig? Dann so? Ich kann die nämlich nur so einsetzen hier, dass die Lampen nach hinten zeigen. Andersrum macht es ja keinen Sinn. Und die halt ja genauso, weil sie so nach außen gelagert sind. Macht ja wirklich nur so Sinn. Es ist schwierig zu erkennen, weil die Anleitung komplett bunt ist. Deswegen kann ich da gar nichts erkennen eigentlich. Aber ich denke, dass da das ja nur so in der Position geht. Machen wir das einfach mal so. Und mal festhalten, dass das Ganze erstens gerade und zweitens der Sekundenkleber greift. So. Auf der anderen Seite passt es glücklicherweise besser. Da muss ich erstmal reindrücken, dann sitzt das automatisch schon fest. Und dann noch so ein bisschen zurechtrücken, dass es gerade ist. Aber so sieht das Ganze gut aus. Na, so haben wir das Ganze. Wunderbar. Dann sollen wir auf diese Seite das Ganze einmal umdrehen erstmal. So. Und hier kommt dieser Mast einmal hinein. Dass der quasi hier einmal durchkommt. Vorsichtig natürlich. Und hier einmal dann reingreift. So. Damit ihr hier unten baumelt, wie ihr hier sehen könnt. Und dann kommt hier diese Abdeckung drüber. Die wird an den Seiten, glaube ich, wieder verklebt. Genau. Damit der Mast zwar beweglich bleibt, aber nicht rausflutscht. So, wo muss er da rein? So. Einmal eingelegt. Dann sollte das Ganze zwar beweglich bleiben, wie ihr sehen könnt. Zack, geht schön nach außen. So soll es ja auch sein. Aber bleibt halt eben in Position. Okay, dann sollen wir uns kurz ein bisschen Kreppband nehmen, ein bisschen Klebeband, damit wir die Kabel richtig legen können. Nicht viel. Und die Kabel einmal richtig sortieren. Können wir eben wegklappen hier, das ist gut. Das hier soll einmal hier gerade gelegt werden. Hier ist auch nur so eine Führung drin. Können wir dafür benutzen? Bestimmt. Und hier gibt es ja auch eine Führung. Nö. Aber das soll die einfach so weitergelegt werden. Sieht mir jetzt nicht nach irgendwie was einem Plan aus. So, erstmal grob fixiert das Ganze. Und dann wollen wir die ganze Plattform jetzt mit einbauen an die entsprechende Position im Schiffsrumpf. Da müssen wir gucken, dass wir die Kabel gleich nicht einquetschen. Jetzt brauchen wir nämlich das Schiff. Kommt hier reingeflogen, hier kommt ein bisschen näher raus. So. Ich gebe das mal eben auf die Seite, vorsichtig. Abbrechen kann auf der Seite eigentlich nichts. So. Und hier haben wir zwei Schlitze, da und dort. Und dort wird das Ganze jetzt eingefügt, so wie das aussieht. Genau. Die Kabel sollen. Wo sollen die Kabel hin? So, ich soll das quasi so einfach oben einstecken. Okay, einmal drehen. So. Die Kabel sollen. Ich muss das mal eben selber gucken. So. Auf jeden Fall kommen. Und hier kommt ein Kabel. Das soll hier so ein bisschen an der Seite hoch. Und das Kabel auch hier hoch. Also beide kommen auf jeden Fall hier hoch. Und dann müssen wir gucken, dass wir die ganzen hier einsetzen können. Korrekt einsetzen können. Einmal hier. Genau.
und einmal hier, dann ist klar. So, hier drücke ich das auch einmal rein, das passt schon mal. Wunderbar. Ja, okay. Ich werde das erstmal von innen mit ein bisschen Sekundenkleber fixieren. An den Rändern. Weil es wieder so ein Einrastmechanismus, der bei der Akagi ja sehr gut aufgestellt ist. So. Und ich glaube, ich habe hier letztens irgendwo schon mal so einen Gummiverbinder in den Rumpf eingebaut, der noch gar nicht hin sollte. Der hier, glaube ich. Muss mal eben abpulen. Der kam da nämlich gar nicht hin. Und der gehörte da gar nicht hin. So. Der gehörte nämlich hier hin und soll das erste Kabel, das längere hier von den beiden, dieses hier nämlich einmal festhalten. Na gut, und soll hier ist so eine kleine Führung, hier ebenfalls mit reingelegt werden. Das wird sicherlich noch 300 Mal rausfallen. Aber hier zwischen soll auf jeden Fall der Gummiverbinder durch oder ran, der das Kabel in Position hält. So. Und das Kabel soll hier durch, da ist schon die passende Führung, ja. Und dann sollen beide Kabel, das ist jetzt interessant, hier ist nämlich zu. Hier ist es nämlich komplett zu, das Ganze. Sollen jetzt hier runtergeführt werden. Wie soll das denn funktionieren, wenn das Ganze alles dicht ist? Witzig. Da ist kein Platz zwischen. Dann müsste ich die ja schon quasi einquetschen. Kann ich machen, aber ob das so gewünscht ist, das mache ich jetzt lieber nicht. Ich mache das mal so zur Seite. Ich will die ja nicht wegknicken hier oder wegknipsen. Das wäre ja blöd. Also, naja. Wir lassen es erstmal so liegen und schauen mal, wie es dann weitergeht. Das war auf jeden Fall nicht alles für Ausgabe 17. Wir haben hier noch drei Träger. Die müssen wir jetzt zwangsläufig einmal unter diese Plattform einbauen. Das heißt, wir müssen das Ganze einmal kippen. So, jetzt können wir, glaube ich, diese Kleber auch wieder wegmachen. Ich weiß ja nicht, ob man die irgendwie verstecken kann. Man kann die höchstens übermalen, dann fällt es gar nicht auf bei dem ganzen Gewusel. Das kann man noch machen. So, und hier haben wir drei Träger. Zuerst brauchen wir einen länglichen, das ist der hier. Der kommt mit dem breiteren Ende. Haben wir da. Das breitere Ende. Nach unten in dieses Loch. Sehe ich das richtig? Genau hier kommt der einmal rein. Und der andere hier oben in dieses Loch. Dass das Ganze so aussieht. Ja, dann machen wir das auch. Und setzen das einmal fest. Mal einen kleinen Tropfen Sekundenkleber hier hin und hier oben ran. Oh, ich glaube, ich habe da was. Ne, nichts passiert. Alles klar. Hat sich nur brutal angehört. Alles klar. Okay. Dann kommt das hier so zusammen. Ne, hier haben wir der Träger. Okay. Haben wir positioniert. Dann der zweite Träger, das ist der hier mit diesem Arm dazwischen. Der kommt jetzt hier ein Stück weiter hin und zwar in. Haben wir hier so ein. Ja, dieses kleine Stück kommt hier oben mit rein. Da ist ein etwas schmaleres Loch und dann kommt das wahrscheinlich einmal hier hin. Dann hier das alles so zusammen und hier oben rein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das Ganze so zusammenkommt. Okay, können wir machen. Da
Dann machen wir auch hier den Sekundenkleber ran. Also unten sitzt der wirklich sehr fest. Dafür oben rum, naja, geht so. So, den Träger haben wir auch drin. Und dann der letzte, der kommt in dieses Loch und da oben in dieses Loch. Und ich tippe, das wird auch so passen. Dann mache ich hier schon mal Sekundenkleber ran. An beide Enden. Und wo kommt es hin? Wo war das? Da oben war das. Genau. Da kommt der einmal rein, siehst du, der ist mir ein Stück lockerer. Auch nicht verkehrt. So, und hier eingefügt. Okay, dann haben wir alle drei dran. Okay, hier sollen die Kreppbänder noch bleiben von den Kabels, aber mein Gott, wegfliegen können sie nicht mehr. Ja, das ist das Ergebnis. Viele Träger und diese Plattform ist mit dran. Sehr cool. Das war Ausgabe 17, aber wir haben noch die Ausgabe 18. Da geht's weiter. So, weiter geht's mit Ausgabe Nummer 18, die wir machen wollen. Ich merke gerade, ich habe schon auf den Aufnahmeknopf gedrückt, obwohl mein Hals vollkommen trocken ist. Sekunde. So, einmal die Stimme geölt, dann kann es auch losgehen. Und zwar haben wir hier größtenteils spannend ein neues Seitenteil, was wir gleich mit anbauen werden. Und auch hier wieder ein Mast, der gleich eingebaut wird und eine Kanone auf einer extra Plattform. Plus ein Verbinder, der ganz zum Schluss kommen wird. Zunächst sollen wir euch näher holen. Sagt die Anleitung, ganz wichtig. Sonst wird das nichts. So, das Teil kommt zuerst hin und eine kleine Feder kommt hier auf diesen Pin, der in der Mitte ist. Der hier. Da kommt eine Feder drüber. Alles klar. Flip. Erledigt. Und dann kommt die Kanone, das Geschütz. Ich gehe mal davon aus, so sieht es einfach besser aus, damit wir das so einsetzen. Und ich tippe, genau, hier ist nämlich auch ein Loch, das macht Sinn, dass hier das die Halterung ist und wie ich das Ganze hier quasi dann so drüber setzen können. So, um genau zu sein. Und darüber kommt jetzt, das mal eben so ein bisschen Position, und darüber kommt jetzt eine Halterung, das ist diese hier. Die soll drüber gesetzt werden mit der Öffnung zum Rohr. Oh Gott. Uiui, wie soll es jetzt denn zusammenkommen? Nee, doch andersrum. So. Das richtig? Nee. Noch nicht ganz richtig. Achso, ja, ach so, die beiden Löcher, die wir links und rechts haben, da kommt das Teil rein. Okay, Prinzip verstanden. Jetzt muss das Teil dann nur noch reingehen. Da passiert ja gar nichts. Oh, alter Schwede. Teil kriegst du ja gar nicht reingedrückt. Das soll da rein, ist das richtig? Scheint so. Oh, Alter. Das kriegst du da im Leben nicht reingedrückt. Boah.
fügt sich langsam, aber boah. Das ist mal eine passgenaue Angelegenheit hier. Ich muss das mal eben durch mit einer Zange zusammendrücken. Es geht sofort weiter. So, da bin ich wieder. Mal eben mit einer Zange das Ganze reingedrückt. Das ist wirklich nicht ohne, muss man einfach sagen. Das hat wirklich Spiel. Aber ihr seht schon, die Feder funktioniert gut. Ne? Das ist schon mal eine gute Sache. Und dann kommt diese Abdeckung hier drüber. Und das Loch soll jetzt zu diesem Bügel hier zeigen. Also so rum soll das Ganze eingebaut werden. Weil es auch schon spannend ist, weil es passt nicht so richtig so. So wahrscheinlich. Okay, muss man die richtige Position setzen. Alles klar. Und dann wird hier in der Mitte verschraubt mit einer der vielen Schrauben. Eine I-Schraube. Aber ich sehe schon, wir haben hier zwei ganz dicke Schrauben und zwei dünne, flache Schrauben. Dann ist es diese hier. Genau. Dann nehmen wir die. Oder kurze, flache Schrauben, sagen wir so. So, das ist auf jeden Fall alles in Position. Okay, haben wir auch. Dann geht es weiter, indem wir dieses Teilchen mit anschrauben wollen. Das geht hier einmal jetzt hier durch das Loch. So kommt das einmal hin und wird auch nochmal verschraubt. Jetzt mit einer Typ E Schraube. Typ E ist, wo wir am meisten von haben, eine E Plastikschraube, alles klar. Dann kann das nur diese hier sein. Kommt hier ebenfalls mit rein. So. Diese Kanone nimmt Form an auf jeden Fall. So, haben wir. Dann kommt hier drüber eine Abdeckung, das ist diese hier. Die sollen nur drüber gesteckt werden. Wenn die Steckverbindungen so weiter so bleiben, wie sie sind, dann braucht man da überhaupt gar nichts kleben. Ja. Ja, sagen wir es so, die sind extrem passgenau. Das kann man, glaube ich, so gut zusammenfassen. So, haben wir auch zusammen. Und dann wird das ganze Element jetzt eingesetzt in diese Wandplatte. Hier haben wir zwei Schraublöcher. Das sind diese beiden und das kommt hier einmal durchgeschoben. Das Ganze sollte so sich gut zusammenfügen lassen, ja. Hier ist jetzt noch sehr viel Spielraum hier hinter. Soll das so sein? Kann man das irgendwo erkennen? Oh, scheint so. Auf jeden Fall sollen wir jetzt von der Rückseite nochmal verschrauben mit zwei Typ E Schrauben. Machen wir. So. Und die zweite. Die Schrauben haben ein interessantes Format, weil die Schraubendreher lassen sich eigentlich kaum bis gar nicht bedienen. Muss das hier der große wirklich sein, den wir da mitbekommen haben? Damit die Schrauben alle gut ziehen lassen. Scheint so. Aber ihr seht schon die Funktion. Wenn jetzt dieses ganze obere Stück bewegt wird, seht ihr, in der Mitte ist das Geschütz unten. Wenn sich das nach links und rechts bewegt, geht das Geschütz mit nach oben. Interessante Funktion auf jeden Fall. So.
haben wir fixiert und da soll jetzt hier oben drauf noch ein Zahnrad gesetzt werden, beziehungsweise ein Stück von einem Zahnrad gesetzt werden. Das kommt hier einfach oben drauf, so, und soll da verklebt werden. Das ist doch das Einzige, was noch ein bisschen locker ist heute hier in dieser Folge bis jetzt. Dann können wir das einsetzen. Ne, schon andersrum mit der Form entsprechend. So, damit haben wir das Zahnrad auch mit dran. Und dann wird das ganze Element jetzt mit eingebaut in den Rumpf, beziehungsweise auf die, was haben wir überhaupt jetzt hier gerade, die Steuerbordseite des Rumpfes. Die haben wir hier. Da muss ich mal eben das Ganze drehen. Die restlichen kleinen Teile mal eben zur Seite packen. Ja, jetzt auf die Seite legen ist natürlich jetzt auch interessant. Ne, das wird jetzt auch nicht mehr so richtig funktionieren. Das heißt, ich muss das quasi von oben hier einmal ja, so reinschieben, von der Seite einmal reinschieben hier. Hier haben wir schon eine Lasche, die bestimmt hier irgendwo hier oben drüber kommt. Mal gucken, ob es funktioniert. Man muss halt nur die richtige Position finden. Bestimmt kommt das hier so runter. Und dann einfach schieben, schieben, schieben. Und gucken, dass das alles möglichst bündig abschließt und das tut es in dieser Position, wie ich sie jetzt habe. Sehr gut. Ja, haben wir. Das ging einfacher als gedacht. Okay. Und dann soll hier oben einmal verschraubt werden mit einer weiteren Typ-E-Schraube. Okay. Das kriegen wir hin. Wo sind wir denn? Da sind wir. Natürlich blöd, dass jetzt der Verbinder davor liegt. Aber, ups, ich wollte sagen, kriegen wir hin. Ja, witzig. Erstmal treffen. So ein bisschen anschrauben. Aber dann klappt das. Ja, haben wir miteinander verbunden. Okay. Erledigt. Und innen soll auch noch verschraubt werden, bestimmt mit einer weiteren Typ-E-Schraube. Okay, das Innere muss ich aber erstmal finden. Wo ist denn das jetzt hier? Das ist, oh Gott, das kann ich euch gar nicht richtig zeigen. Das ist dieser Kreuzverbinder da hinten in der Ecke. Der hat oben, könnt ihr nicht erkennen, noch ein Loch, wo ich jetzt verschrauben kann. Ja gut, das muss ich halt für mich machen, weil das sieht keiner. Das kriege ich nicht in die Kamera mit rein, Verzeihung. Jo, das ist witzig. Erstmal treffen hier dieses ganze Gerumsel. Ja, das klappt schon mal von der Seite aus nicht. Oh Menno, das war doof. Jetzt sitzt die nicht die sonst wo. Da ist sie. Ja, da kommst du halt ganz schwer rein in die Ecke hier. Ich glaube, ich habe jetzt hier oben getroffen. Ja, alles klar. Und dann sollen wir noch eine dicke Schraube nehmen. Die kommt, glaube ich, Typ B. Ist die ganz dicke, genau. Die soll hier vorne in den vorderen Verbinder mit rein. In diese hier, da oben das Loch. Oder unten in dem Fall jetzt bei mir hier, dieses hier, wo mein Daumen gerade ist. Da kommt das auch mit rein. Schraube ich denn überhaupt in Metall rein? Ja, ich schraube auch hier in dem Fall jetzt auch hier in den Rumpf mit rein. So, der Verbinder saß gerade nicht richtig. So, zusammendrücken. Weiter zusammendrücken. So gibt das Stabilität, das ist aber sehr gut. So gibt das Stabilität auch wirklich an jede Ecke. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Getroffen habe ich doch, hoffe ich, bin nicht mit meinem Kopf in der Linse gewesen. So, getroffen habe ich schon mal. Wunderbar. Okay, dann haben wir auch das dran.
sind aber noch nicht fertig, auch wenn das schon mega gut aussieht hier, das Ganze. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir brauchen jetzt noch ein kleines Detail. Das ist dieses hier. Ob das ein Träger ist, ich weiß es nicht. Kommt jetzt wohin? Irgendwohin, hier vorne. An diesen Kasten hier vorne, dieses hier, da ist ein kleiner Schlitz unten dran. Da kommt er hin oder ran mit dem Abstand, mit diesem Element, mit dem Ende hier. Ich merke, das wird eine Mega-Folge sein. Manchmal geht es schnell, manchmal dauern die Folgen ewig, ihr wisst es. So, einfach nur eingefügt, mehr soll nicht passieren. Dann kommt noch der, und zum Schluss kommt jetzt noch hier dieses hier, oder fast zum Schluss, wieder mit dazu. Da kommt jetzt einmal der, dieser Mast wieder mit rein. Beim richtig halten, so, soll da glaube ich rein. Ne, andersrum, so. So soll der Mast hin. Und wird dann wieder mit dieser kleinen Abdeckung in Position gehalten. Dass er nicht mehr abhauen kann. Ja. Der wehrte sich noch ein bisschen, aber jetzt sitzt er. Allgemein wehrt er sich ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie will der noch nicht so richtig halten, aber doch jetzt tut das. Hoffentlich. Na komm. So. Jetzt ist er drin. Darf da in der Position auch gerne bleiben. Ich mache gerne noch ein bisschen mehr Sekundenkleber. Unten ran. Der kann sich das festigen. So. Und der Mast kommt bestimmt auch noch irgendwo hin. Der kommt hier. Genau, oberhalb von dem Träger, den wir gerade eingesetzt haben. Im Ernst. Okay, dann soll der hier rein. Gut, haben wir auch erledigt. Okay, soll nicht verklebt werden, wird nicht angezeigt, aber ich mache das trotzdem von innen. So ein bisschen um den Zapfen rum. Kann nicht schaden. So, dann haben wir auch hier einen Masten jetzt mit dran. Hier haben wir schon, das wird immer schwieriger, das Ganze jetzt zu halten, ne, oder hier richtig zu legen, weil hier haben wir einen Masten, da haben wir einen Masten, hier haben wir einen Masten, überall haben wir diese Dinger mittlerweile rumfliegen. Also es wird nicht einfacher, das Ganze. Aber das kriegen wir hin. So, und zum Schluss kommt noch dieser fette Verbinder mit hinzu. Der bringt den hinteren Bereich noch ein bisschen weiter zusammen, soll aber nur an zwei Punkten eingesetzt werden. Und zwar ragt diese Ecke hier Richtung, haben wir hier, die Steuerbordseite. Mal gucken, hier ist, glaube ich, ein Punkt zum Einfügen. Ach, hier oben. Hier oben soll er, glaube ich, hin. Ist das richtig? Hier sind so zwei Laschen, diese hier. Ach so, da kommt er reingelegt. Aha, okay, alles klar. Spannend. Hier sollte eingefügt werden. Einmal und zweimal. Da soll er rein. Er hat jetzt hier links und rechts bestimmt Schraublöcher, aber soll noch nicht verschraubt werden. Na gut, alles klar, dann legen wir den nur rein, freuen uns, dass er sitzt und sagen fertig für diese Ausgabe. Und da hat sich unsere AKG mächtig entwickelt, wie man hier sehen kann. Hier auf der einen Seite die große Plattform mit dran, hier noch eine Plattform mit dran. Also da ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, einiges bei unserer AKG heute passiert. Na, oh ja, die Anleitung weg. So gibt es ein besseres Bild.
Ja, ihr Lieben, die Ausgaben 17 und 18 sind soweit fertig und haben ja einiges geschafft. War eine lange Folge, aber die Erfolge lassen sich kennen. Wir haben hier auf der, ich muss mal durchgucken, wie ich das gehalten habe, auf der Backboard-Seite haben wir hier diese große Plattform mit angebracht. Diverse Träger sind untenrum mit angebaut worden, wie ihr das hier sehen könnt. Zwei Masten, die hier schön entlang ragen, haben wir auch mit dran und diverse kleine Kanonen, ich glaube, das kann man erkennen, ja, sitzen auch mit an Positionen. Auf der anderen Seite ist ein neues Wandstück mit angebaut worden. Hier haben wir eine Kanone mit dabei und auch hier ein Mast. Das Ganze sieht dann so aus. Und hier ist ein neuer Verbinder mit reingekommen. So ist das Ergebnis. Gut. Ja, das war's für Ausgabe 17 und 18. Wie geht's weiter nächstes Mal? Da habe ich auch eine längere Folge vor. 19 und 20 möchte ich euch zeigen. Die liegen auch schon parat bei mir. Da habe ich sie schon. Und zwar geht es darum, dass wir in Ausgabe 19 eine weitere Plattform, wie heute auf der Backboard-Seite, dann für die Steuerbord-Seite einbauen wollen. Die haben wir hier. Die kommt mit dran. Auch hier mit diversen Kleinteilen und Geschützen wird das Ganze ausgestattet, wie auch heute. Das kommt dann zusammen. Und wir sollen sogar einen ersten Testlauf durchführen von diesen Signallampen, die wir jetzt hier haben. Ich bin mal gespannt, weil ich habe das jetzt hier mit drin, ob das Ganze auch funktioniert. Weil der Stecker ist der gleiche, die Kabelmarkierung ist sogar auch noch die gleiche. Dann sollte es ja eigentlich mit dem Tester auch funktionieren. Schauen wir mal, bin gespannt. Das werden wir dann auf jeden Fall erledigen. Ne, das werden wir dann auf jeden Fall machen. Wobei ich... Nee, ist doch richtig. Alles klar, genau, das werden wir dann tun. Und genau, und dann kommen noch ein paar Träger mit dazu. Das ist für Ausgabe Nummer 19 spannend. Und in Ausgabe 20, ich glaube, da geht es ein Ticken schneller. Da bekommen wir auch zwar ein paar kleine Träger, aber es gibt hauptsächlich ein neues Rumpfteil. Das heißt, wir werden unsere Akari um ein paar weitere Zentimeter wachsen lassen. Das kommt dann beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Durchhalten und Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr wie gewohnt einen Daumen nach oben da lassen. Den Kanal dürft ihr natürlich auch sehr gerne abonnieren, würde mich sehr freuen. Und dann bekommt ihr auch direkt Nachricht, wenn neue Videos online gehen, hier auf diesem Kanal. Egal ob von mir, von Tobi oder von unseren gemeinsamen Projekten. Bis zum nächsten Video, egal was es ist, wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.